Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Ludo für euch. Und wir quatschen nicht lange rum, wir spielen und starten die Demo. Ich mach so schlechte Ansagen, ey. The Choice. Grafisch sieht schon sehr gut aus. Nein, Alter, ich hab die gleiche Lampe im Wohnzimmer, nur in weiß. Die gleiche Lampe. Oh Gott. Hallo? Somebody there? Toll aus, hier fällt mir sehr gut das Spiel. Schöne Stimmung irgendwie. Das ist bestimmt so das Kinderzimmer. Wollte ich mal sagen? Oder hier, nee, hier. Das ist Bennys Zimmer. Ist gerade aufnehmen. So, und auch immer, warum immer dieser Müll? Warum immer? Achso, kann doch Umzug sein. Noch ein Kind. Okay. Okay, so, was haben wir hier? Drawing of a door with broken bars. Okay, alles klar. Pickup, haben wir aufgenommen. Inventory ist mit I. Ja. Und Abroller, schön. Oh, noch eine Videokassette. Unbeschriftet. Oh, warte mal, da unten. Telefon. Ja, wir scheinen tatsächlich hier gerade entweder im Begriff zu sein, auszuziehen oder einzuziehen, irgendwie. Wenn ich mir die beklebten Türen angucke, denke ich eher an Ausziehen. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Naja, so ein bisschen schneller laufen, gehen. Hey, how are you? Good, good. Are you doing better? Ja. It's been a while since... Gestern nur ein bisschen zu doll mit den Kumpels, aber komm. Yeah, I'm trying to give you space. Of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Aber sofort. Ein, zwei Verfügung. Sofort. Okay. Gut, wir brauchen anscheinend etwas was ist denn nun schon wieder passiert? Wir brauchen scheinbar etwas Distanz zwischen... In unserer Beziehung. Haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Haben wir irgendetwas? Oh, warte mal. Ja. Vielleicht nehmen wir die da vorne. Und hier Ketten, Alter. Oh, Ketten kommen gleich nach Mannequins. Pickup. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Mit F. Alter. Boah, wer soll denn das beheizen, bitte? So eine hohen Decken. Leute. So, Zoom. Okay, alles klar. Mit der rechten Maustaste können wir zoomen. Nein! Oh, Gremlins Gizmo. Oh, wie schön. Geil. Mastertex. Ah, Superman. Schön. Cool. Wahrscheinlich nochmal Superman. Oder nee, das ist wahrscheinlich Homelander. So, was haben wir denn noch hier? Konfubanda? Ach, na bitte. Da ist ja der Who's Who, Alter. Schön. Chucky. Wunderbar. Und hier, wahrscheinlich Wednesday Addams? Ah, der böse Gremlin, ein Zombie und... I don't know. Sieht aus wie so ein Cricket-Playmobil-Männchen. Okay, was haben wir denn hier? Können wir was anschauen? Ach, wir sind... The path is open. Alles klar, wir sollen... Sollen wir... Warte mal, die Pinwände jetzt hier vervollständigen? Sollen wir Bilder finden und die Pinwände anbringen oder was? Okay, the hallway is full of boxes from the move. Okay, The drawing should be not be in that box. Who's calling? Nowhere. This is not a normal house. Why does it smell like iron? Schön. Riecht jetzt so nach Eisen. The path is open. The path.
Was haben wir da? Ja, alles klar. Also wir können hier tatsächlich und müssen auf die Pinnwände zugreifen. Also wir müssen wahrscheinlich Zeichnungen finden, würde ich jetzt mal sagen. Oh nein. Och, E.T. Ach, wie geil. Unendliche Geschichte. Was ist denn das? Peter Pan oder was? Poltergeist. Schön. Na, Quatsch, Poltergeist. Ach, Big Ben. Na, sag mal, der Exorzismus. Also der Exorzist. Das ist Poltergeist. Schön. Beetlejuice. Das weiß ich jetzt nicht. Kennt das einer? Erkennt das jemand? Eine Tür? Das Event, nein, Quatsch, hinter dem Horizont oder was? Freddy Krüger oder was? Hut und lange Arme? Kann sein. Ah, irgendwie ein Spencer-Film? Naja, weißer Hai. Großartig. Schön. Oh nein, nein. Marty und Doc. Schön. Oh schön. Oh toll. Ah, grundgütiger. So, okay. Also ein Path ist jetzt open. So, schauen wir mal. Können wir die öffnen? Ne, können wir leider nicht öffnen. Okay. Do not stare at him. Wen soll man denn nicht anstarren? Oh Gott, was ist denn jetzt hier für eine Trümmerbude plötzlich geworden? Das war da so eine schöne Wohnung. Okay, Strom. Oh Gott, was ist. Also, das ist ja keine schöne Wohnung jetzt hier plötzlich. Um Gottes Willen. So, jetzt nach oben. Ich würde mich erstmal tatsächlich gerne unten umschauen und vielleicht mal immer grob durchkehren oder so. Einfach, damit es hier mal ein bisschen schön wird. Ah, ja, da hat man eine horrorische Kindheit und ich beschwere mich, dass ich es zu früh gesehen habe. Ja, siehst du, bei mir ist es Freddy Krüger gewesen. Ich habe Freddy Krüger zu früh gesehen, Mutti. There are no longer here. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, so ein Air Max, Alter. Deswegen. Aber das Spiel sieht unheimlich gut aus. Also. Echt gut gemacht. Help, help, help. Help, oh Gott. I am lost. Help me. Können wir aufnehmen? Okay. Lass noch mal für uns schauen hier. Alter, das ist aber finster gemacht, ey. So, hier wird der angereicherte Uran hinter der Tür deponiert. Alter, ist das. Der fies, Alter. There's no escape here. Ja, wo sollen wir denn woanders Hilfe suchen? Bei wem denn? Mann, Alter! Hör doch auf! Ah, ich... Oh Gott. Krass. Die Mucke ist mega cool. Also ich bin schwer begeistert tatsächlich schon jetzt von dem Spiel irgendwie. Hat ganz viel Silent Hill irgendwie mit so in der Essenz drin. Hey, hey. Oh. Wie? Oh Gott. Oh, das ist aber unangenehm. Unangenehm. Geht hier in die Tür auf? Nein! Ja. Be careful with this place. It's easy to get onto. Okay. Okay, scheinbar hat mir gar keine andere Möglichkeit jetzt. Krass. Oh.
Mutti hat jeden Horrorfilm gesehen. Auch die ganz schlechten. Geht mir genauso. Geht mir genauso. Ich stehe auch total auf Horrorfilme. Ansonsten würde ich wahrscheinlich hier mit Benny nicht so einen Kanal betreiben. Und dann würden wir wahrscheinlich irgendwie Fortnite spielen. Und ich habe auch schon so viele schlechte Horrorfilme gesehen, irgendwie. Und irgendwie hast du auch das Gefühl, dass du, wenn du einen Horrorfilm anfängst, du einfach denkst, du hast schon 3000 Varianten davon gesehen. Irgendwie. Weil sie natürlich kaum noch was Neues machen. Aber wenn sie mal was Neues machen, irgendwie, dann knallt das auch, aber auch gleich drin. Smile zum Beispiel. Smile war mega dicke. So, Taschenlampe. Ja toll, jetzt bin ich schon wieder in denselben Flur wie gerade eben. Okay, hier war jetzt alle zu, hier komme ich nicht weiter. Jetzt ist Tür offen, schön. Hey. Stop watching me? Ach guck mal, da ist ja das Kinderzimmer dahinter. I hate you. Selfish. Keep looking at me. God. I trust you. Fat. Gross. Oh, eine neue Zeichnung. 522. Okay. Things I like. Movie, drawings, dinosaurs, horror. Boys, pain, his dog. Könnte auch Bennys Liste sein. So, was haben wir hier noch? That's what I remember. Read. That's what I remember. He hasn't drawn anything original for a long time. He just draws the movie he likes over and over again. I still don't understand why he keeps drawing like that. It doesn't match his age. He seems stuck in the unreadable past somehow. He looks happy, but why? He's been left alone and no one is paying attention to him. After all he has been through, he shouldn't be crying. That's what I remember. Na, das ist ja toll, Alter. Kleine Kind. Sachen hier malt, die nicht im Alter oder seinem Alter entsprechen. Schön. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir mal probieren, diese Zeichnung mit der 522 hier mal ranzubringen. Hier zum Beispiel, da stehen schon zwei Zahlen da. Und Select, kann ich jetzt nicht einfach, genau. Nee, nee, schon, mach mal da. Ist das eine Telefonnummer jetzt oder was? 074-522. So, also 074-522. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Telefon. Da vorne haben wir es. Let's try it. Was? Was? Nein, nicht die 1. So, also 074. 5, 2, 2. I spine with my little eye. A little thing. And a little. I spine with my little eye. A little thing. And a little. Lie? Ist doch ein Reim oder was? Oder? Okay, hat uns das jetzt irgendetwas gebracht? Können wir mal jetzt eine andere Richtung einschlagen? Können wir mal hier lang gehen? Ja, nee, hier waren wir ja schon. Hier sind wir schon lang gegangen. Hier vorne haben wir eine Tür. Ansonsten, wir können auch noch in die andere Etage hochgehen. Oh Gott, alles ist offen. Na, ist ja wunderbar. Da vorne ist noch eine Zeichnung. Pickup. Klar, hier ist anscheinend das Videozimmer. Hier sind die ganzen Horrorfilme am Start. Oh Gott. So. Brauchen wir vielleicht einen Schlüssel noch dafür oder so? Mal gucken. Gut, wir haben ein neues Bild. Mal schauen, ob das irgendwie ins große Ganze passt.
So, was haben wir denn da? Left or right, which choose will be the good one. Walking among strangers. Ich würde sagen, passt eher aufs Rechte, ne? Würde ich sagen. Was würdet ihr meinen? Klingt wie, ne? Zwei Treppen, zwei Leute. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und wie ging es weiter? Ich würde mal sagen, wir probieren es. Okay. So, mal hier lang. Ach du Schande, Alter. Ist das ein fürchterlich gruseliges Haus. Was ist denn das? Okay, vier Windspielen? Um da reinzukommen? Na, warte mal. Barrio-Kassetten? Oh, so ein Bandsalat hier, ey. Ich doch keiner mehr zurückgespult. Ach, und also Lebensbejahende Kunst hier an der Wende. Fürchterlich. Okay. Wo ging es jetzt zur Treppe? Was hier lang? Nee, da war nicht lang. War doch vorne um die Ecke rum, ne? Links zur Treppe. Das Spiel wirkt so dermaßen unheimlich bedrückend. Das ist jetzt Gott sei Dank anscheinend nicht so ein Jumpscare-Spiel irgendwie, wie das jetzt davor, aber das finde ich schon, das knallt auf einer ganz anderen Ebene hier. Also so geht's mir auf jeden Fall. Ah, okay, hier ist der Flur. Ich will tatsächlich mal nach oben irgendwie. So, hier kommt jetzt anscheinend die große Entscheidung. Entweder da lang oder da lang. Oh, Gottes Willen, Alter. Was ist denn das? Ist das irgendwie ein Item, was für uns wichtig ist? Ein Buch oder was? Oder ist das einfach irgendwas randomisiert? Okay. Schauen wir mal weiter. Ketten, ey. Ist der Einzige, der irgendwie Hellraiser-Flashbacks gerade hat? Und ich sag gerade, ist nicht so Jumpscare-mäßig. Oh Gott, die Juten. Die Juten VHS-Kassetten. Your dream is falling. Your dream is falling. Ja, das war jetzt. Oh, warte mal, hier ist. Krass. Okay. Oh, krass. Oh, das ist. Das wird ja sehr unheimlich. So eine Endlosschleife. Möbius-Schleife. So, okay, dann war das anscheinend, der blaue war anscheinend die Videokassette, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und die müsste ja denn hier irgendwo runtergeflackt sein. Da. Hier haben wir sie. Blue Videotape. Okay, haben wir irgendwo einen Videorekorder gesehen? Da, Moment, hier ist ein Fernseher. Ah, mit integrierten Videokassette. Wunderbar. Videorekorder, meine ich. Habe ich schon mal diesen Müllberg irgendwo gesehen? Und da ist anscheinend ein Schlüssel für das. Für das Biohazard-Zimmer oder was? Eine Truhe. 7, 2. 5, was? Tür, Keller. Geschenk. Das ist mal Stranger Shit, Alter. Das ist mal Stranger Shit. So, also in irgendeiner Grabbelecke lag irgendein Schlüssel. Hier hinten ist doch glücklich so eine Grabbelecke. Ja, das war das doch hier. Warte mal. Hier ist der Schlüssel. Key with triangular emblem. Und da würde ich jetzt doch mal sagen, das war doch das Ding in dem Helbraum, oder? Da wo... Help. Help. So, wir müssen in den Keller runter. Stimmt, jetzt kommt ja wieder der geile Diffusor hier irgendwie. Raumspray.
Schon geil. Und hier ist es ein bisschen kuschelig jetzt gemacht worden mit Kerzen. Schön. Look down, nothing. Look up, nothing. Ich weiß ja nicht, was Kids hier zu sagen soll. Das ist echt. Das ist echt heftig. Starke Präsentation, wirklich. Also, wenn da eine Top Game rauskommt, irgendwie. Also, ich gebe es mir auf jeden Fall. Der Soundtrack ist auch echt toll minimalistisch irgendwie. Tja, links oder rechts? So, ah, guck mal, hier ist die Kiste. Oh, fuck, was war denn das jetzt für ein Code? 527? Was war denn das? Helf mir mal kurz, was war denn das für ein Code, der im Video war? Ach, Mist, Mist, Mist. Drawing of a candlelit corridor. Oh, Jona, grüß dich. Ja, Buhu, hier ist, das ist wirklich Buhu hier heute. Das ist wirklich schlimm. Mann, Alter, hör auf. Oh. Der war gut. So, Leute, könnt ihr euch noch... Ach, hey, alles klar. Und hier saß er gerade noch. Könnt ihr euch noch an den Code erinnern? Ja. Hallo, Benny. Oh, nee. So, vielleicht finden wir hier noch irgendeinen Tipp auf den Code. Ah, it's going down. Tiefer. Ich kann mich auch nur noch an die 5 erinnern. Also ich bin der Meinung 5, 7, 2, aber selbst da sind es halt 4 Ziffern gewesen. Oh, dieser Terrazzo-Boden, Alter. Ha, okay, 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 alles klar. Hier sind wir. Wir sind nach unten gegangen, wir sind immer weiter nach unten gegangen, sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Wie krank ist das, bitte? So, jetzt achtet bitte alle auf die Zahlen. 1, 7, 2, 5. 1, 7, 2, 5. Okay, dann probieren wir es mal. So. 1, 7, 2. Nice. It worked. Und wir haben den Schlüssel für den Tic-Tac-Toe-Raum. Der Tic-Tac-Toe-Raum. Sehr viel Kelleretage hier. Sehr viel Keller. Was it so painful? Ja, kann mich ja nicht wissen, was so schmerzhaft war. Bisher richtig nice. Sorry, 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 sorry.
Ist mir nicht wohl. Sag mal, wie das ist. Ist mir jetzt echt nicht wohl hier. So, wie so ein Roomtuber Dave. Jetzt bestimmt. Das ist dann der Dave'sche Folterkeller. Atombunker. Vielleicht gab es da eine Dosensuppe. Ja. Scheiße. Ganz kurz hier nochmal. Oh. Nee. Oh, ist das krass. Ist das krass. So, und hier unten war ja laut Video irgendwo das Geschenk, ne? Geschenk vom Weihnachtself wahrscheinlich. Oh Mann. Ah. 257, hey, grüß dich. Du kommst gerade perfekt zu dem Zeitpunkt, die Scheiße ist gerade hier schon echt durch den Ventilator geflogen, Alter. Das ist ganz schlimm. Schlimm! So. Ich habe mich jetzt gerade hier ein bisschen vertan. So, komme ich hier nicht durch, oder was? Hier komme ich nicht durch. Und hier komme ich nicht durch. Sackgasse. It's dead end. Schauen wir jetzt hier noch weiter. Oh, bitte lasst das jetzt hier nicht irgendwo Vorsprung kommen, hier diese olle Laken. Das ist aber wirklich mal ein Mordskeller. Kann man nicht anders sagen. Also das ist schon... Das ist schon amtlich. Da ist das Geschenk. Da ist das Geschenk. Wahrscheinlich müssen wir außen reinlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde, ich würde ja nie wieder zurückfinden hier. Wer baut denn sowas? Blue Gift. Okay. 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 Der Diffuser da unten hat echt alles gegeben, ja. Genau. Okay, also wir müssen wahrscheinlich halt den Kerzen nachlaufen. Irgendwie ist wahrscheinlich... Die hätten wir vorher ansehen sollen. Das Krasse ist, dadurch bekommt er doch gleich so eine total... starke Wärme irgendwie, ne? Also ist jetzt immer noch ein ekelhafter scheiß Gruselkeller, aber ist nicht mehr allzu schlimm. Ist jetzt alles im warmen Gelb. So warm mit Amber. Nicht mehr so schlimm, finde ich. Und ich werde werde das bestimmt gleich bereuen, was ich gerade gesagt habe. Aber wie gesagt... Und am Arsch. Und am Arsch, Alter. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße. So, ich geh mal von aus, dass ich von da gekommen bin, oder? Ich würde tatsächlich hier so reagieren wie Ace Ventura irgendwie. Wo er in diese Höhle irgendwie mit den Fledermäusen gekommen ist. Ja, da hat er zwei Sachen, wie er sich hier verteidigen kann und schmeißt sie da drin. So, einfach rein hier! So will ich es auch machen. Die Taschenlampe wäre das erste, was fliegen würde und dann wäre ich am Arsch. Dann könnte ich mich irgendwo hinsetzen und heulen. Und das war dann gewesen. Für immer. Ja, ja, ich glaube, ich laufe zum Ursprung des blauen Geschenks zurück. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So, okay. Dann laufen wir mal irgendwie schön den Kopf nach unten gerichtet. Dahin, wo hoffentlich ein Ausgang ist. Das sieht ganz gut aus. Aber in dem Raum stand ich... Mann, ich bin immer so auf das fixiert, was vor mir ist, irgendwie was über mir ist. Das ist doch mal das Krasse.
Könnt ihr mir jetzt über mir an der Decke hängen? Ah, ja! Ja! Ja, die Treppe! Oh Mann! So, lass mich doch mal kurz gucken. Inventar. Ach, schön. Soll das alles ins Kinderzimmer? Okay. Jetzt mal ein bisschen die Stangen vom Gitterbett ausgebrochen hier. So, dann packen wir das doch mal hier rein. Oh Mann. So, jetzt können wir auch das letzte Bild dran machen. So. Und das blaue Geschenk. Wo soll jetzt das blaue Geschenk hin? Was zur Hölle ist über dieses blaue Geschenk? Inspekt. Was ist da drin? Ich will es wissen. Okay, das müssen wir wahrscheinlich mal irgendwo ablegen. Aber wo? Oh, kann man jetzt da vorne durch? Die Bretter sind weg, wa? Can we go? Let us go. Ja. Nein. Das ist nicht der Ausgang. Das ist nicht der Ausgang. Wer macht denn so eine Kette an, nicht an der Ausgangstür? Hm. Okay. Kleine Privatparty hier. Ich muss nicht dabei sein, Freunde. Sagt mir einfach, wo draus geht. The choice. Ja, jetzt kommt die Entscheidung. Links oder rechts? Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Links lang. Ha! 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 Okay. Ja, gut. Ne? Das hat jetzt mal nicht so geklappt. Ja, okay. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Is this a joke? Help. Did I win? Is there an escape? Choices. Decisions. Oh Mann. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, aber so grundsätzlich sagen mir eigentlich so, jetzt gehen so wirklich alle Alarmsirenen in mir an irgendwie. Did you get it? Oh. Aber, ihr Lieben, ihr habt euch gut entschieden. Es war eine gute Wahl. Also entweder sind wir jetzt in ewiger Verdammnis, dazu verfluchtet, auf ewig zu wiederholen. Oder wir sind rausgekommen, tatsächlich. So, wir gehen mal runter. Wir schauen mal irgendwie, ob wir zur Ausgangstür rauskommen. So, was ich in diesem Spiel schon mal extrem hoch anrechne, keine Europalette. Nirgendwo im Spiel war eine Europalette. Na, soll ich... Okay, mir wird die Entscheidung abgenommen. So, what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay?
Ich glaube wirklich. Leute, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen irgendwie. Also, dass sie das so uns auslegen, jetzt irgendwie, das hätte jetzt keiner natürlich kommen sehen. Aber ich glaube, es war nicht die richtige Decision. Ja, okay. Schön. I warned you. Oh, thanks for playing. I can add Luto to your wishlist. Oh, ey, was für ein Mega-Game ist das denn bitte? Irgendwie. Also die Demo, was. Ey, wie geil. Ey. Also, die, wenn das Ding muss kommen. Das Ding muss ja mal auf jeden Fall kommen. Ey, wow. Da muss ich mal sagen. Fanboy. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da irgendwie. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal, helft dem Kanal zu wachsen irgendwie. Und wir würden uns wirklich sehr freuen irgendwie, wenn wir euch beim nächsten Projekt hier auf dem Kanal wieder begrüßen dürfen. Bis dann. Take your decision. Make your choice.